In allen Bereichen des Lebens ändert sich gerade wahnsinnig viel. Die Schulen sind geschlossen, viele sind im Homeoffice, es gibt immer mehr Kurzarbeit. Und auch bei uns beim SR-Fernsehen läuft durch die Corona-Krise einiges anders. Wie die Reporter draußen jetzt arbeiten, darüber sprechen wir gleich. Und davor zeigt Florian Possinger, was in unserem Funkhaus auf dem Saarbrücker Hallberg jetzt alles anders ist. Wenn man im Moment über die Flure des SR läuft, dann überkommt einen schon so ein bisschen ein gespenstisches Gefühl. Denn dort, wo man normalerweise viele Kolleginnen und Kollegen trifft, dort trifft man im Moment niemanden. Die Büros sind leer, genauso wie dieses hier. Alle, deren Anwesenheit nicht zwingend erforderlich ist, die sitzen zu Hause in Homeoffice und arbeiten von dort aus. Recherchieren, schreiben ihre Texte, alles findet normalerweise hier statt, aber nicht im Moment. Wenn man dann nach Recherche und Dreh zum SR zurückkommt, entsteht der Beitrag im Schnitt. Reporter und Cutter sitzen hier manchmal mehrere Stunden zusammen. Jetzt soll eine Plexiglasscheibe helfen, Abstand zu halten. Die Autoren sollen jetzt, wenn möglich, in ihren Büros texten und O-Töne sichten, bevor sie zu uns kommen, damit möglichst wenig Zeit zu zweit im Raum verbracht wird, um das Infektionsrisiko zu mindern. Nach dem Schnitt geht es in die Vertonung. Wo vor einigen Wochen noch 4 oder 5 Personen Schlange standen, sitzen jetzt nur noch Redakteur und Tontechniker. Die Sprecherin arbeitet in ihrer eigenen Kabine und bringt inzwischen die privaten Kopfhörer mit. In der Maske ist die Umsetzung der Abstandsregel nicht ganz so einfach. Schließlich müssen die Moderatoren nach wie vor geschminkt werden. Mundschutz, Handschuhe und Schutzbrille gehören jetzt aber zur Ausstattung. Zusätzlich habe ich hier diesen, man nennt ihn glaube ich Spuckschutz, um den ich herumschminke jetzt. Die Hände müssen gewaschen werden, wenn man in die Maske kommt. Alle Flächen sind desinfiziert und jeder Moderator hat seinen eigenen Pinsel und sein eigenes Material. Auch hier in der Regie ist es nicht ganz einfach, die Menschen räumlich voneinander zu trennen. Schließlich wurde die Regie so konzipiert, dass hier alle Fäden zusammenlaufen. Üblicherweise sitzen hier 10 Mitarbeiter, das sind jetzt nur noch 8. Es gibt 2 Schichten, das ist jetzt nur noch 1. Und es gibt einen ganz wichtigen Mitarbeiter, wie überall hier im Moment, die Plexiglaswand. Die größte Änderung im Fernsehstudio bekommen Sie daheim vielleicht gar nicht so mit. Die Interviewpartner stehen nun deutlich weiter von den Moderatoren entfernt, als es vorher der Fall war. Das Schöne am Fernsehen machen ist eigentlich, dass man fast immer im Team arbeitet. Sei es beim Dreh, im Schnitt oder in der Regie. Und wenn ich jetzt die leeren Gänge, die leeren Büros und die Trennwände sehe, dann schmerzt das schon ein bisschen. Aber es ist eben auch unbedingt nötig. Und wie sich die Arbeit der Reporter bei uns verändert hat, darüber spreche ich jetzt mit Nelly Theobald. Schönen guten Abend. Hallo. Nelly, du berichtest ja schon lange für uns über verschiedene Gesundheitsthemen, bist normalerweise in Krankenhäusern, drehst da, redest mit Ärzten. Geht das Ganze denn jetzt im Moment überhaupt noch so? Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Also noch vor 2 Wochen habe ich an dem einen Tag in der Caritas gedreht, am nächsten Tag habe ich dann nochmal angefragt, dann ging das nicht mehr. Das Winterberg-Klinikum, wo ich oft gedreht habe, sagt, im Moment machen wir das gar nicht, weil wir so viel zu tun haben auch. Was noch geht, ist mit einzelnen Ärzten Interviews zu machen, also meistens dann in einem geschlossenen Raum halt. Zuletzt habe ich bei der SAG drehen können, aber dann halt in Räumen, die halt nicht belegt sind, keine Patienten, die halt abgeschlossen sind oder bei der Knappschaftsklinikum. Aber tatsächlich ist das in Krankenhäusern im Moment auch eine seltsame Stimmung. Also ein Gespräch, was mich besonders nachdenklich gemacht hat, das war mit einer Ärztin, die mir gesagt hat, wenn nachher die Beatmungsgeräte knapp werden, will ich nicht die Ärztin sein, die entscheiden muss, wer bekommt noch das Beatmungsgerät. Und sie sagte mir dann auch, was das Ganze auch im Nachhinein machen wird mit dem ärztlichen Personal, auch psychisch, das wissen wir halt noch gar nicht. Also es ist schon einfach in den Krankenhäusern auch ruhiger im Moment. Die bereiten sich, da fällt immer wieder der Satz, die Ruhe vor dem zu erwartenden Sturm. Die bereiten sich darauf vor. Manches Personal ist noch daheim, damit es dann da ist, wenn es soweit ist. Also in Krankenhäusern ist einfach seltsam ruhig, keine Besucher ja auch. Also eine sehr belastende Situation auf jeden Fall für alle Beteiligten. Was war denn so für dich jetzt in den vergangenen Tagen, Wochen so die größte Herausforderung, abgesehen davon? Herausforderung ist, dass es so schnelllebig ist. Gerade jetzt in der letzten Woche, da muss ich teilweise meine Beiträge dann 2-mal synchronisieren, also den Text anpassen, weil sich irgendwas verändert hat. Ist die Zahl der Intensivbetten noch richtig oder haben sich die Hallen verändert, die vorgehalten werden für Covid-19-Patienten? Also da hat sich einfach relativ schnell, haben sich die Sachen verändert, muss man bis kurz vor der Sendung sozusagen warten, dass man den Beitrag fertig machen kann.
Das ist so eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist aber auch, dass viele Menschen sich fragen, darf ich überhaupt mit denen noch ein Interview machen? Weil wir sind ja zu dritt unterwegs, Kameramann, Tontechniker und der Reporter. Und eigentlich darf man ja gar nicht mit so vielen Leuten zusammen sein, gerade draußen. Aber ja, das dürfen wir, weil wir ja die Menschen, wir sind dafür da, die Menschen zu informieren. Deswegen dürfen wir auch die Interviews noch machen. Jetzt sagst du es gerade, du machst den Beitrag nicht alleine. Ist jemand von der Kamera mit dabei, jemand vom Ton. Ihr arbeitet normalerweise sehr eng zusammen, auch mit dem Interviewpartner. Wie läuft das denn gerade? Wir müssen natürlich auch die Abstände einhalten. Also das heißt, der Tontechniker, der muss immer angeln. Also der hat einen langen Angel quasi, wo dann vorne das Mikrofon dran ist. Und muss halt weit weg sein, die Angel weit ausfahren. Und muss so dann auch mal 20 Minuten, kann so ein Interview mal dauern, das halten. Also der braucht ordentlich Muckis. Und ja, wir müssen die Abstände immer einhalten, ordentlich Hände natürlich desinfizieren und waschen, immer wenn wir irgendwo eintreten. Und wir dürfen auch nicht mehr zusammen in einem SR-Bus fahren. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, weil wir ja nicht nur an einem Ort drehen, sondern an verschiedenen Orten im ganzen Saarland. Und da müssen wir dann halt mehr Zeit auch auf jeden Fall einplanen. Also auch im Reporteralltag hat sich da jede Menge verändert. Vielen Dank, Nelly, für die Eindrücke. Das war ja ein richtig schöner Frühlingssamstag mit viel Sonne und warmen Temperaturen. Und umso schwerer war es dann natürlich, zu Hause zu bleiben. Aber nach wie vor gelten die Ausgangsbeschränkungen, damit sich das Coronavirus eben nicht so schnell ausbreitet. Alle haben sich nicht dran gehalten. Die Polizei musste in Saarbrücken mehrere Menschenansammlungen auflösen. Aber gestern am Sonntag gegen 8 Uhr morgens, da war die Innenstadt fast gespenstisch leer. Alexander M. Groß hat das für uns festgehalten.